Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Und hier sind wir auch schon. Bitte lassen Sie sich Zeit mit dem Shoppen. Ich warte hier auf Sie. Was? Hat er etwa gesagt, wir sollten hier shoppen? Aber sowas können wir uns doch niemals im Leben leisten. Ah, da seid ihr ja auch schon. Hallo, mein Name ist Daisy Rose und ich bin euer Personal Shopper. Entschuldigung, ich glaube, Sie verwechseln uns mit jemandem. Ja, da hat meine Tochter recht. Ich meine, wir sind nicht wirklich reich und auch keine Superstars. Ich glaube nicht, dass ich mich vertan habe. Euer Name ist doch Mila, Leni und Mia. Also bitte folgen Sie mir. Euer Shopping-Erlebnis startet jetzt. Hä, wie kann das sein? Ich bin so verwirrt, aber folgen wir ihr mal. Das ist ja eine ganze Abteilung nur von der Marke Gucci. Wow, das alles schaut ja so wunderschön aus hier. Oh mein Gott, Mama, Leni, habt ihr jemals so schöne Kleidung gesehen wie hier? Boah, solche Geschäfte sieht man sonst ja immer nur im Fernsehen. Aber dieses rosarote Kleid, das ist ja so schön. Was sind denn das für astronomische Preise? Dieses blaue glitzernde Kleid ist so schön, aber ich könnte mir das niemals leisten. Ach, so teuer sind die Preise doch gar nicht. Das ist ein reines Schnäppchen. Also, das pinke Kleid gefällt dir gut, das werde ich mir direkt notieren. Und Ihnen gefällt das blaue glitzernde Kleid. Perfekt, bitte folgen Sie mir in den nächsten Raum. Was passiert denn gerade hier? Ich bin so verwirrt, aber folgen wir ihr doch mal. Oh, wow, dieser Raum schaut einfach aus wie ein Museum. All diese Outfits sind so wunderschön, aber dieses rosarote Kleid ist einfach am schönsten. Okay, das werde ich mir direkt notieren. Mila, was gefällt denn dir? Boah, das grüne bauchfreie Top würde dir so gut stehen. Ja, da hast du recht. Und grün ist sogar meine Lieblingsfarbe. Aber was? 9.800 für ein Outfit? Meine, bestehen die Outfits etwa aus purem Gold, dass sie so viel kosten? Kein Gold, aber das teuerste Kaschmir weit und breit produziert in Italien. Und natürlich ist alles handgefertigt. Also das grüne Top für dich und das rosane Kleid für deine Schwester. Bitte folgen Sie mir nun in den nächsten Raum. Also ich bin schon gespannt, wie der nächste Raum ausschauen wird. Ich auch. Wow, was sind denn das für wunderschöne Kleider? Aber dieser Anzug gefällt mir besonders gut. Wir haben einen guten Geschmack, hervorragende Auswahl. Das würde dir so gut stehen. Aber mir gefällt das lilane Kleid am besten. Was findest du? Ich finde das goldene Kleid am wunderschönsten. Fühlt man sich ja wie eine Prinzessin. Welch vorzügliche Auswahl Sie getroffen haben. Ich werde alles vorbereiten. Bitte folgen Sie mir. Sie bereitet die Kleidung vor. Was meint sie nur damit? Vielen lieben Dank für eure Geduld. Also, alle Outfits sind vorbereitet. Und wir fangen mit Ihnen an. So, hier ist die Umkleidekabine. Aber ich kann mir das doch niemals leisten. Bitte machen Sie sich keine Sorgen um das Geld. Und anprobieren kostet ja nichts, oder? Ja, okay, da haben Sie recht. Und die Outfits sind zu schön, um sie nicht anzuprobieren. Da gebe ich Ihnen recht. Hier ist das erste Outfit. Wow, dieses Material. Das steht Ihnen so gut. Aber probieren Sie doch dieses Kleid mal an. Dieses Kleid schaut einfach aus wie der funkelnde Nachthimmel. Also ich würde sagen, dieses Kleid wurde ja wie für Sie gemacht. Sie haben einen hervorragenden Geschmack. Also bitte folgen Sie mir nun in den Warteraum. Jetzt ist Ihre Tochter dran. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Bitte probieren Sie das zuerst an. Also das steht dir so gut. Du erinnerst mich gerade so sehr an das Model Heidi Klum. Also ich finde, du solltest bei der Show Germany's Next Käsemodel mitmachen. Oh, Sie machen mich ja ganz verlegen mit den Komplimenten. Hören Sie auf. Nein, Spaß, machen Sie weiter. Also ich muss sagen, dieses Kleid erinnert mich sehr an Schneewittchen und die 7 Döner Kebabs. So, jetzt bin ich auch schon fertig mit der Anprobe. Jetzt werde ich noch Ihre Schwester stylen. Okay, fangen wir mit dem ersten Outfit an. Wow, dieses Kleid ist so schön. Und das Beste ist, es hat keine Löcher wie sonst all meine Kleider. Schätzchen, von nun an werde ich dir versprechen, dass du nie wieder Kleidung mit Löchern tragen musst. Warte, etwas fehlt noch. Ah, schau. Und jetzt ist das Outfit perfekt. Also das war ja das perfekte Kleid für den Abschlussball an unserer Schule. Da hast du recht. Und jetzt probieren wir das nächste Outfit an. Das kommt von dem Designer namens Louis Vuitton. Dieses Outfit wurde schon von der Sängerin Iliva getragen. Was? Iliva? Ich liebe sie. Sie ist meine Lieblingssängerin. Wow. Okay, nächstes Outfit. Oh, dieses Outfit ist ja bauchfrei. Ich liebe es. Und das letzte Outfit. Also von all den Outfits, dieses Outfit gefällt mir einfach am besten. Ich wünsche so sehr, dass ich genügend Geld hätte, um es mir zu kaufen. Du hast wirklich ein gutes Auge für Mode. Dieses Kleid wurde nur einmal produziert und es wurde von der Königin aus England getragen. Und dieser Hut, der muss unbedingt sein. Ich bin mir nicht sicher, wegen
wegen dem Hut. Was meint ihr, Toasties? Soll ich den Hut tragen oder nicht? Also ich bin so stolz auf das Makeover. Wo ihr reingekommen seid, habt ihr ausgeschaut wie drei Stinkefüße. Und jetzt schaut ihr aus wie drei Supermodels. Warte mal, hat die Verkäuferin uns gerade gedisst und ein Kompliment gemacht? Ach, ist egal. Wow, ihr schaut so wunderschön aus mit eurer neuen Kleidung. Ich meine, das musst du gerade sagen. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Ihr zwei schaut bezaubernd aus. Ich wünschte, ich könnte es mir leisten. So, das kostet dann 1,2 Millionen Euro. Natürlich ist dieser Betrag ohne Trinkgeld. Darum vergisst bitte nicht, mir Trinkgeld zu geben. 1,2 Millionen Euro? Aber das war doch nur eine Anprobe. Wir wollen die Kleidung nicht kaufen. Wir können uns das leider nicht leisten. Ich zahle bitte mit Karte. Und 300.000 ist ihr Trinkgeld. Und ihr drei Damen, bitte macht euch keine Sorgen um das Geld. Das ist ein Geschenk vom Herr Reichreich. Ich warte in der Limousine auf Sie. Boah, wie großzügig. Ich bin so neidisch. Ich wünschte, ich würde Herr Reichreich auch kennen. Was? Herr Reichreich hat alles gezahlt? Ich muss mich nachher bei ihm bedanken. Okay, bevor Sie noch gehen, hier ist Ihr Einkauf von heute. Und kommen Sie bald wieder. Danke Ihnen vielmals für heute. Oh, Stellas Vater ist so lieb. Und werte Dame Mila, das ist Ihr Einkauf. Viel Spaß damit. Wow, wir sind ja solche Glückspilze. Und werte Dame, das war noch Ihr Einkauf. Viel Spaß damit mit euren neuen Outfits. Wir danken Ihnen vielmals. Tschüss. Mein Schatz, schau mal, wie Sie alle unsere Schönheit beneiden. Wow, so ein wunderschönes Paar. Ich beneide Sie so sehr um Ihre Schönheit. Jay passt so viel besser mit ihr zusammen wie mit der Stella. Da hat sie wohl nicht ganz unrecht. Hä? Wo sich wohl Mila und Leni befinden? Sie haben wohl etwas Verspätung. Ich werde einfach hier auf sie warten. Also, dass sie sich noch traut, in die Schule zu kommen, nach dem, was sie abgezogen hat. Stella, du warst einmal mein Vorbild. Aber nachdem du uns alle belogen hast, ähnelst du mehr einer Kanalratte. Hey, du musst nicht so gemein sein und ich habe euch nicht belogen. Sorry für die Verspätung, Stella, aber wir standen im Stau. Aber der Chauffeur hat sein Bestes gegeben, dass wir so schnell wie möglich hier ankommen. Sie haben einen Chauffeur? Wer sind diese zwei? Die müssen ja stinkreich sein. Das ist doch die neueste Kollektion vom Designer Chanel. Die müssen aber viel Geld haben. Wow, ihr beide schaut so unglaublich schön aus. Ich liebe es. Das haben wir alles nur deinen Eltern zu verdanken. Oh ja, kannst du das glauben, Stella? Aber dein Vater hat uns abgeholt und einfach den gesamten Laden leer gekauft für uns. Ich habe noch nie so viele schöne Menschen an einem Fleck gesehen. Ich bekomme einen Herzinfarkt. Leute, die wollen euch sicher nur verarschen. Als ob ihre Eltern sich jemals sowas leisten können. Habt ihr nicht gesehen? Ihre Mutter ist Putzfrau. Ach ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, als ob sich eine Putzfrau so teure Kleidung leisten kann. Ah, das seid ihr ja. Ich habe schon in der gesamten Schule nach euch gesucht. Du hast deinen Rucksack in der Limousine vergessen. Und ich dachte mir, ich bring's euch schnell vorbei. Ich habe euch auch einen leckeren Kuchen eingepackt von der berühmten Bäckerei namens Aldi. Oh, danke schön, Mama. Gar kein Problem. Bis später. Was? Die weltbekannte Bäckerei Aldi? Da muss man doch 9 Jahre im Voraus bestellen, bis man was bekommt. Sollen wir schon mal reingehen und den Kuchen essen von der Bäckerei? Ja, lecker. Gute Idee. Wow, die Mutter war so elegant und anmutig. Da wird mir aber einiges klar. Wieso habt ihr uns belogen? Stella hat uns nie angelogen. Ihr beide seid solche Schlangen. Sie euch traut, solche Lügen zu verbreiten. Hey, Leute, beruhigt euch. Das ist doch nur ein Missverständnis. Na warte, mit euch beiden haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich will zu meiner Mama. Wie sie einfach unschuldig da sitzen und so tun, als ob nichts passiert wäre. Schaut euch diese Schlangen an. Oh, sie ekeln mich so an. Und wie immer sind wir die Letzten. Okay, bevor wir mit dem Unterricht anfangen, Jay und Sophia, ihr müsst zur Direktorin gehen. Sie erwartet euch. Ja, okay. Was die wohl von uns will? Und wir fangen jetzt nur mit dem Mathematischunterricht an. Okay, wir starten mit etwas Leichtem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch die Antwort weiß. Was ist die Wurzel von 543 dividiert durch 1 plus 1? Wer weiß die Antwort? Okay, dann lernen wir etwas Schwierigeres. 1 plus 5, wer weiß es? Genau, 2. Hey, der Unterricht ist fertig, ich muss dringend furzen. Hey, meine Eltern haben euch zum Essen eingeladen. Wollt ihr nach der Schule vorbeikommen? Oh ja, gerne. Können wir uns auch bei deinem Papa bedanken? Gute Idee. Moin, Direktorin. Sie haben nach uns gerufen? Ja, gestern habe ich einen Anruf erhalten von dem Hauptsponsor dieser Schule. Scheinbar hättet ihr seine Tochter belästigt und falsche Gerüchte von ihr verbreitet. Was? Stella hat so einen einflussreichen Vater? Frau Direktorin, das stimmt nicht. Oh, Frau Direktorin, es tut mir so leid, dass ich das gemacht habe, aber...
Jay hat mich dazu gezwungen. Ich wollte ihn stoppen. Aber das war doch alles dein Plan. Sobald du deinen Mund aufmachst, kommen nur Lügen raus. Oh, Direktorin, Sie müssen mir glauben. Ich würde das niemals tun. Stella ist meine große Liebe. Was? Sie ist deine große Liebe? Ich dachte, dass du nur mich liebst. Also ihr beide sind ja nicht gerade die hellsten Birnen hier. Frage mich, wie ihr beide es überhaupt geschafft habt, in diese Universität reinzukommen. Ihr widerspricht euch die ganze Zeit und im Lügen seid ihr auch nicht wirklich gut. Aber das ist nicht mehr mein Problem. Ihr seid von der Schule entlassen. Geht und packt eure Sachen. Okay. Ich frag mich, was Arthur heute zum Abendessen kochen wird. Stella, bitte warte. Tut mir so leid. Kannst du nicht mit deinem Vater nochmal drüber reden? Ich will nicht suspendiert werden. Aber Stella, wenn du ihm eine Chance gibst, kannst du mir auch eine Chance geben? Ich meine, ich bin die beste Freundin von deiner Schwester. Bitte, ich flehe dich an. Stella, Babe. Ich liebe dich immer noch. Hört ihr das auch? Mir kommt es vor, als ob zwei Fliegen die ganze Zeit herumzischen und uns nerven. Lass uns gehen. Ich bereue es so sehr. Jetzt haben wir nicht mal einen Abschluss. Haha, das geschieht euch mit Recht. Da sind wir auch schon. Oh mein Gott, Papa, du weißt nicht, was heute passiert ist. Mein Ex-Freund Jay, der mich gemobbt hat und seine Affäre hat man von der Schule verwiesen. Und darum frage ich mich, du hast nicht zufällig damit was zu tun. Das sind aber hervorragende Nachrichten. Nein, natürlich habe ich nichts damit zu tun. Oh, Leni und Mila, schön, dass ihr auch hier seid. Hallo, Herr Reich. Bevor wir mit dem Abendessen anfangen, würde ich noch gerne was beichten. Es ist alles nur meine Schuld. Wegen mir hat man bei euch eingebrochen. Sie müssen wissen, meine Eltern sind nicht wirklich gute Menschen und sie zwingen mich ständig zu Straftaten, obwohl ich es nicht machen will. In dieser einen Nacht, da haben sie mich gezwungen, die Türe offen zu lassen. Und als ich mich dagegen gewehrt habe, haben sie mir gedroht, dass sie mich aus dem Haus werfen. Ich hatte keine andere Wahl. Um Himmels Willen, Leni, was hast denn du bitte für schlimme Eltern? Es tut uns so leid, dass sie dich so schlecht behandelt haben. Ich habe ja eh schon mit meinem Mann darüber geredet und wir sind beide zum Schluss gekommen. Schatz, magst du es ihnen sagen? Ja, aber sicher. Ich und meine Frau haben gestern darüber geredet, wie schön es ist, ein volles Haus zu haben. Wir wollten schon immer eine große Familie haben und wir lieben eure Gesellschaft und unsere Tochter ist glücklicher denn je. Wir haben einfach so ein großes Haus mit so vielen leeren Räumen. Darum dachten wir, nein, ich meinte, wir wollten euch fragen, ob ihr bei uns einziehen wollt. Was? Ihr seid mir nicht böse? Und anstatt, dass ihr mich bestraft, wollt ihr wirklich, dass ich bei euch einziehe? Papa, Mama, das ist das beste Geschenk. Dankeschön. Problem, mein Schatz. Aber wir wollen sie ja nicht zwingen. Nur wenn sie wollen. Mama, ich will mit ihnen einziehen. Bitte, können wir? Womit haben wir das verdient? Ja, bitte, danke. Also ihr müsst euch doch nicht bei mir bedanken. Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Sie haben uns unsere wunderschöne Tochter Stella gegeben. Jetzt endlich sind wir alle eine große Familie. Wir werden eure Zimmer jetzt vorbereiten. Wie wär's, wenn ihr nach Hause geht und alle eure Sachen packt und dann kommt ihr wieder? Wir sind so aufgeregt. Ja, wir werden direkt heimgehen und packen. Stella, kannst du das glauben? Wir sind nicht nur Geschwister, sondern jetzt auch eine Familie. Oh, ich muss schon nach Hause packen gehen. Mein Herz ist richtig warm. Mama, Papa, ihr beide seid einfach die Besten. Yippie! Ich kann mein Glück einfach immer noch nicht fassen. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Und jetzt schnell meine Sachen packen und dann nichts wie weg. Fräulein, was ist denn das für ein Lärm? Und wieso packst du deine Sachen? Wohin gehst du? Und von wo hast du all diese teure Sachen? Du willst doch nicht etwa... Ja, Mama, du hast es richtig erfasst. Ich werde aussehen und zu meiner Schwester Stella ziehen. Und dann kannst du mich nicht mehr herumkommandieren. Du gehst nirgends wohin. Hast du mich verstanden? Was denkst du auch, wer du bist? Also dafür bekommst du 10 Jahre Hausarrest. Hast du mich gehört, Fräulein? Oh, die Jugend heutzutage. Mama, gib mir meinen Koffer zurück. Ich werde heute ausziehen. Nein, Mama. Du gehst heute nirgends wohin. Ich werde es deinem Vater sagen. Oh nein, nicht dem Papa. Mama, warte. Schatz, du wirst nicht glauben, was ich entdeckt habe. Unsere Tochter Stella hat gerade ihre Sachen gepackt und wollte zu ihrer Schwester Stella ziehen. Was hat sie gemacht? Warte mal, ist Stella nicht die Tochter vom reichsten Mann in unserer Stadt, dem Herrn Reich? Was ist,
wenn wir sie erpressen. Schatz, du bist so klug. Das ist eine hervorragende Idee. Ich lasse mir von euch nichts mehr sagen. Ich werde ausziehen. Und ihr könnt nichts tun, um mich zu stoppen. Na, bist du dir da ganz sicher, dass wir dich nicht stoppen können? Oh, boah, ist die schwer. Und ab in den Wagen mit ihr. Schatz, du wirst sie hier im Kofferraum bewachen. Nicht, dass sie entkommt. Und ich werde sie zum Untergrundgefängnis fahren, wo sie niemals entkommen wird. Hilfe! Hört mich jemand? Ich hab so Angst. Hilfe! Hallo Toasties, danke schön, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wisst ihr, was mich wahnsinnig interessieren würde? Und zwar, welches Outfit hättet ihr denn gewählt? Naja, auf jeden Fall schreibt es in den Kommentaren und jetzt grüßen wir unsere Superfans. Ganz liebe Grüße an Asni, Katrin, It's Lily, Baby und I Love Shern. Wir sind euch so dankbar für euren Support. Ganz liebe Grüße auch an die liebe Maria für den lieben Kommentar, den du hinterlassen hast. Und It's Lily, Dankeschön für deine Unterstützung und dass du uns subscribed hast. Und der letzte Gruß geht raus an die liebe Lisa. Dankeschön für deinen lieben Kommentar, dass du dem Video einen Daumen nach oben gegeben hast und dass du uns subscribed hast. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Episode wieder, Toasties. Wir haben euch lieb. Ach, bevor ich das Video beende, wollte ich mich noch bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben und bei unserer Premiere dabei waren. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.